So, grüßt euch Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 15 Trainerkarriere. Nachdem ich ja jetzt immer so pro Tag pendle zwischen Spielerkarriere, Trainerkarriere, gibt es heute mal wieder die Trainerkarriere und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, stehen wir wieder oben, seit langem mal wieder. Auch wenn es nur daran liegt, dass wir die bessere Tordifferenz haben. Ja, wir ziehen. Entschuldigung. Mit Bayern gleich, was die Gegentore angeht. Das heißt, Gegentore sind wir so gut wie Bayern. Bayern aber von der Punkteausbeute halt nicht so gut, wenn man da drauf guckt. Haben die schon zwei Niederlagen eingesteckt. Wir haben 7 Siege, 4 Unentschieden und eine Niederlage nur. Bayern hat eine Niederlage mehr bisher. So. Heute geht's gegen Bremen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir da so reißen können. Also, Sieg ist natürlich immer wichtig. Ja, jetzt fangen die wieder an. Alle wollen sie mal mehr Geld haben. Gott. Joel Matip. Ja, immer noch ein bisschen erkältet, aber ist auch nicht so schlimm. So. Joel Matip. Hier. Der Vertrag läuft noch 2 Jahre lang, ey. Er will 20.000 mehr haben. So, aber ist ja auch egal. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Partie zwischen Werder Bremen und Schalke 04. Klar, müssen wir wieder mal eben gucken, wie das ist. Mit solchen Problemen habe ich bei der Spielerkarriere nichts zu tun, muss ich hier halt drauf achten. Balotelli muss ich von Anfang an spielen lassen, der ist in Topform. Das lasse ich so. Boateng raus, dafür Kramer rein. Der Rest passt. Also wie gesagt, Punkte sind immer wichtig, vor allem jetzt. Denn ein gesunder Abstand zum Tabellenersten wäre auch ganz nett. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, gehen wir. Ja gut, Weserstadion nicht ganz, aber soll es darstellen. Und schauen wir mal, was hier so machbar ist. Also ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen, denn diese Punktzahl zwischen dritter Liga und erster Liga, also in der dritten Liga vielleicht eine Gesamtpunktzahl von 69 ist in der dritten Liga, ist in der ersten Liga haben wir hier fast mehr als 80. Bisschen angenehmer, aber mal schauen. Also müsste auf jeden Fall was drin sein für Schalke 04. Gucken wir mal auf die Aufstellung erstmal von den Gastgebern von Werder Bremen. Zwei Stürmer mit Selke, immer muss man immer aufpassen. Ansonsten keine großen Veränderungen. Bei Schalke eigentlich nur eine zur Topform, dass der Kramer von Anfang an spielt für Boateng. Ansonsten ist das auch so geblieben. Damit hat Werder Bremen auf jeden Fall schon mal wieder zu kämpfen. Wir sind drin. Und los geht's in die erste Halbzeit. Werder Bremen gegen Schalke 04. Der Pass durch für Thiago. Aber stark gehalten. Und das ging mal schnell. 2 Minuten gespielt. Erste dicke Möglichkeit. Aber extrem stark gehalten vom Bremer Keeper. Das muss man wirklich sagen. Aber die Folge raus, erster Eckball. Balotelli und die zweite Parade. Schalke kriegt hier direkt am Anfang die Chancen. Noch eine Ecke, 3 Minuten gespielt. Wieder eher weiter raus. Probleme beim Klären. Und dann erstmal ein Befreiungsschlag, aber auch nur ins Seitenaus von Caldirola. Und Kramer und wieder Wolf. Also, wenn man jetzt vom besten Spieler erstmal ausgehen würde, würde man sagen, ganz klar, das war der Wolf.
Ja, und jetzt gibt's hier einen Freistoß. Vielleicht ein. Ja, werden viele sagen, ein bisschen überhastet, gepfiffen da. Die haben sich halt beide gegenseitig irgendwie da belästigt, behindert. Dann natürlich das gegen Schalke zu pfeifen, hat den Fans natürlich gar nicht gefallen. Hier auch einmal stand der Fuß drin, sofort Vorteil und jetzt kommt Bremen. Nastadic kriegt den Ball nicht. Uschida und jetzt ist wieder Freistoß für Bremen. Nein. Gelbe Karte für Bremen. Freistoß für Schalke. Konnte ich auch schlecht erkennen. Also, jetzt sind halt zwei Kämpfe. Uschida geht rein. Bartels versucht natürlich irgendwie an den Ball zu kommen. Berührt ihn meines Erachtens auch. Das ist aber keine Gelb. Also, ja. Um Schiedsrichterleistung kann man schon manchmal diskutieren. So, ein Tor für Schalke fehlt es aber noch. Ansonsten war es hier schon ein sehr starker Auftakt. Und Bremen wahrscheinlich einige Leute hier im Stadion mit einem Herzinfarkt davon gekommen. Da soll der nächste Pass auf durchgesteckt werden, aber diesmal abgefangen. Oh, da muss jetzt einer stellen. Selke, Nastasic. Dann fühlt sich keiner zuständig. Dann geht der Ball durch. Nur mit der Hacke von Höwel ist dann geklärt. Also das macht Schalke da auch nicht wirklich praktisch toll. Jöle. Balotelli. Thiago. Mit der nächsten Möglichkeit. Knapp am Tor vorbei, aber ich gehe davon aus, dass Wolf den wohl irgendwie gehabt hätte. Also momentan, es wird für Schalke schwer heute an Wolf vorbeizukommen. Davon kann man schon mal ausgehen. Nach diesem Anfang, wo der 3-4 Mal den Ball so krass gehalten hat, wird es für Schalke extrem schwer. Thiago, raus auf Schürle. Den kommt Balotelli und wieder ist Wolf da. Also von den Chancen her macht Schalke das hier wirklich gut. Spielen sie sich vernünftig raus. Nicht zu riskante Manöver. Und Balotelli. Klar, übersichtlich ist das natürlich alle Male, wenn man vorm 16er einen lässt und da kaum Leute vorstehen. Aber man kann es trotzdem mal probieren. Und Wolf, die Frage ist natürlich auch immer, je öfter ein Torwart den Ball hält, je stärker wird er, kann man eigentlich auch fast sagen. Das meint man auch damit, dass schon 5 Paraden hat er gemacht und das waren keine Paraden von wegen, ich nehme mal den Ball auf. Nächste Ding kommt rein. Hazard geht da dann nicht hin im Nachhinein. Oh, und jetzt vielleicht mal schnell von Kubilanski. Kubilanski, ja. Kenne ich gar nicht. Erstmal laufen gelassen, dann ist Nastasic da. Gibt aber Einwurf für Bremen. Schalke macht das immer wieder gut. Schön den Ball raus. Die Mannschaft läuft mit, rotiert mit. Kühle zieht jetzt in die Mitte. Und wieder ist Wolf da. Also was ist mit diesem Torwart los? Klar, der Schuss vielleicht nicht wirklich platziert. Aber diese Reaktion, die Wolf da bringt, das ist Weltklasse. Keiner passt auf Draxler auf. Darf auch mal gesagt sein, der da einfach so in 16er rennt. Wolf kommt raus, Nachschuss von
Kramer, aber der war ungefährlich. Kann man ja nur die Mehr rausmachen, aber gut. Links ist halt nicht sein Starker. Kramer schön den Ball geholt. Soll der Pass da kommen? Wäre aber auch abseits gewesen. Schiri hätte die Fahne schon oben. Und jetzt geht's mal schnell für Bremen. Und Hürwedes riskant, aber mit Erfolg. Hazard gut gemacht. Draxler, Hazard müsste jetzt auf Außen mal mitlaufen. Bisher noch wenig von ihm gesehen. Aber jetzt kommt er vielleicht mal. Eden Hazard. Immer noch Hazard. Und dann der Schuss abgeblockt. Von Gebre Selassie. Boah, Junge, ey, da würde ich ja zusammensacken, wenn Hazard vor mir so einen Schuss im Bauch setzt. Alter. Nächster Eckball. Ja, Nastasic war dran. Ball aber abgeblockt vom Kopf eines Bremers. Hier nochmal Draxler. Komplett frei. Und dann Wolf mit der rechten Hand. So, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Vielleicht nochmal Balotelli und wieder ist es Wolf. Mein Gott. Also ich wäre mittlerweile echt stinksauer auf meine Vorderleute. Wieder Balotelli, Wolf kann nicht festhalten. Also wenn ich Torwart Wolf wäre, ich wäre stinksauer auf meine Vorderleute. Die tun hier fast gar nichts, um das irgendwie hier zu verteidigen. Und Schalke hat hier alle Möglichkeiten, irgendwie ein Tor zu gestalten. Das ist wirklich schon eine dicke Nummer. So, das war's dann mit der ersten Halbzeit. Also, wenn man jetzt gleich mal auf die Statistik guckt. Dann ist das aber schon fast ein Endergebnis. Also man muss auf jeden Fall ein Tor schießen. Irgendwie schon, weil sonst ist das hier fast eine Niederlage. Bremen reagiert erstmal. Selke geht, Lorenzen kommt. Irgendwas Neues im Sturm. Vielleicht vorne ein bisschen mehr machen. Aber das heißt, man muss hinten auch die Bälle dementsprechend erobern, um den Ball nach vorne zu bringen. Kramer ist nicht im Abseits. Versucht selbst, muss den Ball in der Mitte spielen. Dann wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 1-0 stehen. Aber in diesem Fall muss er das Ding auf seine Kappe nehmen. Zum Wieder. Direkt viel zu einfach durchgespielt. Ja, man sollte die langen Dinger verhindern. Das, was Schalke hier in der ersten Halbzeit gemacht hat, das war sehr stark. Schürrle jetzt mal. Wieder abgeblockt. Es geht aber eindeutig zu einfach. Die Bremer sind viel zu weit vom Gegenspieler entfernt.
Immer noch bei Bremen der Ball. Aber Höwedes ist erstmal da. Achtung! Aber der Pass ist zu lang. Abstoß für Schalke. Nächstes Spiel für Bremen ist dann in Köln gegen den 1. FC Köln. Und der zweite Wechsel bei Bremen. Finn Bartels geht, Hajrovic kommt. Also zu leicht den Ball verloren. Aber Thiago kann da auch mit Körpereinsatz den Ball nicht erobern. Wäre auch eigentlich Hazards Aufgabe gewesen. Und Bremen kommt. Der Abschluss ist auch diesmal da. Auch wenn nicht wirklich gefährlich. Nächstes Spiel für Schalke ist gegen Wolfsburg. Das wird schon eine Nummer schwerer. Aber erstmal muss Schalke hier jetzt diese schwere Nummer hinter sich bringen. Boah. Wo sind die Schalke aus der ersten Halbzeit hin? Das gab es schon so oft in diesem... Ja, dann sind die Fehlpässe da, die in der ersten Halbzeit kaum da waren. Aber jetzt mal wieder schnell gespielt. Kramer gut gelaufen. Zieht den Ball, nimmt den Ball mit rein. Kramer kommt zu Fall. Schiedsrichter pfeift nicht. Könnte man sich vielleicht nochmal angucken. Kommt auf den zweiten, Schürrle. Will ich mir nochmal angucken. Das doch vielleicht nicht faul war. Nein, okay, ist gut. Ist gut. War in Ordnung. Das war ein eindeutiger Dribbelfehler von Christoph Kramer. Jetzt erstmal aufgepasst. Bremen legt zu. Wenn man sich die erste Katastrophenhalbzeit von Bremen überlegt... Und jetzt. Aber erstmal Hazard. Weiß nicht, ich denke immer, Hazard ist viel zu schnell, dass er so an dem vorbeijinkt, aber das macht er gar nicht. Ah, Gott, Spiel auf Kramer. Jetzt Thiago den Ball geholt. Immerhin. Und dann Sonnenpass für Balotelli. Ah, soll er den noch anders spielen? Und 15 Minuten noch. Das ist... Was Schalke jetzt macht, ist wieder unterirdisch. Ich kapier's nicht. So, dann mache ich direkt mal einen Dreierwechsel. Dann werde ich, glaube ich, auch offensiv stellen. YOLO-Taktik. Paco kann den Ball aber nicht behalten. Erst holt sich jetzt aber den Ball. Ach, faul. Ach, Mann, ey, der pfeift noch immer. Wie man so eine Rotze pfeifen kann, weiß ich auch nicht, ey. Für so eine Scheiße ein Spiel unterbrechen, das ist. Ja, hätte man besser machen können. Erstmal Einwurf Bremen.
Und Meier. Muss auf Stütz zurückgreifen, aber der bleibt fast hinten stehen. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf Offensiv stehen hier Vollpfosten. Schüle geht durch und jetzt gibt's Freistoß. War nämlich vorbei, Fuß blieb stehen, Schüle ist in Stolpern geraten. Das reicht schon. Zum Glück, dass er auch mal was für uns dann pfeift. Nicht die schönste Position. Aber immer eine Möglichkeit. Wenn man davon überlegt, dass man hier 500-prozentige schon hatte. Den kommt! Und wieder ist Wolf da! Und Hazard und jetzt! Auf Umwegen! Macht Eden Hazard ein extrem wichtiges Tor. Und so ein. Und es ist ja schon extrem selten, dass Hazard überhaupt mal trifft, aber hier trifft er. Weitergeleitet und dann springt er hoch. Wolf diesmal. Keine Möglichkeit mehr, da einen Ball zu bekommen. Und dann steht's hier 1-0 durch Eden Hazard. Und da unten steht's nochmal. Das erste Bundesliga-Tor. Und Hazard wurde recht früh gekauft. Dass er jetzt erst sein erstes Tor gemacht hat, das ist wirklich schon heftig. Wir sehen, kommt rein, Chesney, aber war abseits. Und das ist korrekt. Oh nein, was mache ich denn da? Boah, Alter, habe ich ein Glück, ey. Junge, 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 ey. Ding ist mal weit weg. Und erstmal raus auf Paco. Und auch den hält Wolf. Und da frage ich mich, was macht Bremen da? Stehen Spalier, damit Paco vernünftig abschließen kann und dann hält Wolf auch den Ball. Also falls Bremen wirklich noch einen Ausgleich schießen sollte. Dann wäre das wirklich schon für Schalke eine gefühlte 7-0-Niederlage. Hazard nochmal bei der Ecke. Das Ding kommt rein. Und Kramer kommt dran, aber der Ball geht am Tor vorbei. Und Hazard. Will da zu viel. Kann aber dafür sorgen, dass der Ball erstmal wieder ins Ausgeschossen wird. Schiedsrichter pfeift ab. Und die nächsten drei Punkte sind im Sack, auch wenn das einfach mal. Obwohl das Leben natürlich extrem schwer gemacht wurde hier. Die haben sich das Leben selbst sehr, sehr schwer gemacht. Aber auch Wolf. Der hat extrem stark gehalten. Obwohl er jetzt einen gegen Hazard eingekriegt hat, muss man einfach sagen, dass er der beste Spieler des Spiels ist. Ja. Gucken wir mal eben. Will da wirklich mal eben gucken.
Ja, 9,1 hat er sich aber auch verdient. Spieler des Tages, ganz klar, Wolf. Sind wir uns einig, das stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.